Willkommen beim Drum Nerd. Ich bin wieder am Start, Kri, als euer Drum Tutorial Lehrer, euer Teacher. Und ja, wer hat den Beat erkannt? Es war ein weltbekannter Beat, ihr alle kennt den Song. Ich sage ihn aber nicht, doch ich sage ihn. Es ist von Michael Jackson gewesen, hochkomplizierter Beat von, Billie Jean, glaube ich, war es. Ja, perfekt erraten, mein Assistent. Spaß, gibt keinen Assistenten. Ja, das war der Beat It Beat. Nee, nicht der Beat It Beat, der Billie Jean Beat. Ah, fuck. Ich komme echt durcheinander noch. Ja, das war der Billie Jean Beat. Hochkompliziert. Achtel auf der Hi-Hat. Und die Bassdrum im Vierviertelpuls durch. Ich spiele das nochmal vor, langsamer, dass es schön verständlich ist. Ich zähle kurz ein, vier Schläge. Eins, zwei, drei, vier. Genau, also wir haben auf der Hi-Hat wieder Achtel, ganz easy. Die Snare ist wieder auf 2 und 4. Ich spiele das nochmal vor, zähl mit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, genau. Und die Bassdrum kommt jetzt ebenfalls auf die 4 Viertel. Und die fällt dann auf der 2 und 4 mit der Snare Drum zusammen und auch mit der Hi-Hat. Ja? Ich spiele mal nur die Bassdrum-Figur und die Snare Drum. Die Bassdrum auf 1, 2, 3, 4 auf jeder Viertel und die Snare Drum immer auf 2 und 4. Das heißt, es sieht dann so aus, ohne Hi-Hat erstmal. 1, 2, 3, 4. Ist gar nicht so easy am Anfang, wenn man nicht, wie ich schon seit 20 Jahren, immer ein Beat auf der Hi-Hat spielt, das heißt den Grundbeat immer, also die, wie soll man sagen, die Führungshand, wenn die weg ist, zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel, wo ich auf einmal nur mit der linken Hand und mit der Bassdrum spiele, ist gar nicht so einfach, konstant zu bleiben. Aber deshalb haben wir ja die Hi-Hat immer dabei, die Achtel, die Hi-Hat-Achtel. Okay, ich zähle nochmal mit, jetzt den gesamten Beat. Die Snare-Drum auf 2 und 4, die Bassdrum immer 1, 2, 3, 4 auf jeder Viertel und die Achtel-Hi-Hat. Ja? Bisschen langsamer nochmal und dann nochmal im Originaltempo. Genau. Wir haben hier auch eine Footcam, da sieht man dann auch ganz genau, was es macht. Okay. Genau, das war schon fast im Originaltempo. Jetzt nehmen wir mal kurz den Sound mit auf die Ohren und spielen nochmal das Billie Jean Thema, nur den Billie Jean Beat mit Einzel. 1, 2, 3, 4. Das war ein kleiner Test. Am besten ist, wenn man sich den Song, den man spielt, wenn man weiß, man spielt jetzt den Billie Jean, wie gesagt, dass man sich das noch kurz vorher vorsummt oder innerlich vorsingt, dass man sehr, sehr genau am Original-Beat, am Original-Tempo ist, wenn man das möchte. Oder eben, was man sich mit der Band gerade ausgemacht hat. Aber eben genau nochmal kurz vorher die Vorstellung, was man jetzt macht, in welchem Tempo, dass man tätig ist. Okay, also welches Tempo, das man gerade eben hat.
Genau. Das war auch schon der Billie Jean Beat. Ja, ist ein guter Anfängerbeat. Einer von, ich würde sagen, zwei von den Standardbeats, was ich jedem Anfänger zeige. Und auch, muss ich ehrlich sagen, jedem fortgeschrittenen Drummer, weil er halt so simpel ist, dass es halt schon wieder schwierig ist. Speziell die Zeit muss man, mit dem Betracht ziehen, der Billie Jean Song, wie lang geht der? Keine Ahnung, über 3 Minuten. Der Drummer spielt fast ausschließlich diesen Beat. Also für über 3 Minuten kann ich jedem empfehlen, stellt euch einen Timer ein oder ja, einen Wecker oder Timer, ganz egal, oder eine Eieruhr, was ihr halt so gerade bei der Hand habt. Und versucht mal wirklich 3 Minuten diesen Beat so zu spielen, wie er wirklich original ist. Also ohne rauszukommen. Wenn ihr rauskommt, wenn ihr euch verspielt, irgendwie der Stick fällt runter oder ihr haut auch auf den Stick oder macht irgendein extra, was nicht reingehört, nochmal anfangen. Also das würde ich jedem ans Herz legen. Am besten ist natürlich den Song zum Playback spielen. Das heißt, man macht sich den Song auf die Ohren, auf die Kopfhörer und dann geht es einfach los. Man hört das Intro und man, nee, ich glaube, der startet sogar mit einem mit dem Drummer, da ist gar kein Intro. Aber ja, wichtig ist, dass ihr einfach die Beats auch über einen längeren Zeitrahmen spielen könnt. Nicht nur, das habe ich früher falsch gemacht, kann ich ehrlich sagen. Ich habe den Beat ausgecheckt, Schritt für Schritt, so wie ich es euch beim ersten Tutorial gezeigt habe. Erstmal nur die Hände oder nur Bassdrum und rechte Hand oder Bassdrum und linke Hand. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe es ausgecheckt, aber nur für einen sehr kurzen Zeitraum, für 10, 15, maximal 20, 30 Sekunden, wenn überhaupt, habe ich den Beat gespielt und als ich dann in die Band-Situation gekommen bin, ist mir irgendwie ja, die Ausdauer ausgegangen oder vielmehr noch die Konzentration, weil körperlich sind diese Beats sind nicht anstrengend oder weniger anstrengend als wie irgendwie Red Hot Chili Peppers Beat, wo es halt richtig rund geht. Auf jeden Fall wichtig ist, dass man mal 3-4 Minuten am Stück spielen kann, ohne rauszufallen. Genau, das war's auch schon von mir. Ja, bis zum nächsten Mal beim Drum Nerd mit Kri, eurem Drum Teacher.